Ich hab da was für dich. Ja. Die ist aber noch da. Wie kann sie denn? Hi. Wie darf ich denn? Wieso darf ich in ihr Schiff liegen? Was hat sie für mich? Brauchst du etwas? Achso, das Interessante ist. Es gehört ganz dir. 500, Dankeschön. War das dann alles? Ich weiß nicht, ich hab irgendwie. Ich höre. Okay. Ich hab sie nicht getötet. Wir haben ein Arrangement, dass sie jetzt weggeht. Und dass sie in Urlaub geht, dass sie untertaucht. Anstatt sie zu töten, aber ich kann ihr Schiff übernehmen? Vielleicht ist es ja so, dass du sie normal tötest und dass keiner die schafft, zu überreden. Ich hab's überredet, jetzt gehört ihr Schiff mir? Man kann es deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. Der fuck, Alter, was ist. Ich bin verwirrt. Dein Schiff riecht viel besser. Einfach schon alle umgezogen. Viel besser. Vielleicht ist es ja echt so, dass man dir immer tötet und dann kann man das Schiff übernehmen. Aber ich habe sie halt überredet, dass wir halt eine Abmachung halt, dass sie verschwindet und ich sag dem anderen, sie ist tot. Oh Gott, ich trete. Jetzt habe ich einfach irgendein Schiff. In deine Fußstapfen. Okay. Wie cool ist das denn? Ich wollte einfach mal probieren, auf ihr Sitz zu gehen. Habe ich ihr Schiff jetzt? Aber sie ist ja noch da. Wie kann ich dir helfen? Das ist der Captain, oder? Oder auch nicht. Und wenn ich hier andocke, wenn ich hier mache, ist es so, als ob ich irgendwo angedockt werde. Wenn ich hier fliege. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Krass, schau mal an, jetzt habe ich einfach ein Schiff bekommen, lol. Hier das Ding, ja. Datura. Fracht 242, wow. Reaktor A. Achso, warte, ich muss mal tauschen. Crew 4 und so weiter. Nicht registriert. Geh registrieren für 9000. Ja, mach mal. Passt. Dann habe ich halt jetzt das Schiff. Was ist denn hier passiert? Okay, was habe ich denn jetzt hier alles? Razor Leaf. Laser besser, Schild besser. Sonst gleich. Kapazität, Crew ist halt 2. Hier ist 4. Ich habe meine Gleuter wieder bei dem Schiff. Und ein bisschen schneller Antrieb. Aber das tut schon schnell lenken, das Ding hier. Krass, scheiße. Ich weiß nicht, was ich alles wieder gemacht habe hier. Ich weiß es ja auch nicht. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Stopp! Ha! Backbord! Moment! Ich wollte... Jetzt beruhig dich mal hier. Ich muss mal kurz hier... Gravitation weg, Antrieb weg. Hier voll hin. Komische Laserausrichtung hier. Also sehr wenig das Schiff. Ich glaube, es hält sehr wenig aus. Wie krass, Alter. Schon cool. Funktioniert auf jeden Fall. Das Schiff funktioniert. Wow. Das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob was passiert überhaupt, aber das war trotzdem knapp. Das ist sehr laut. Aber das Schiff ist schnell, Alter. Okay, jetzt hab ich... Ja, gut, dann habe ich... Ja, wir gehen wieder zurück. Digga, ich bin verwirrt, aber wir beamen uns jetzt mal dahin. Energie. Als Miner kann man hier wohl recht gut verdienen, sofern man überlebt.
Scheiß auf meiner. Wir sind Schiffdiebe hier. Und nur 9 Karten zur Registrierung gezahlt. Schon geil. Ich habe jetzt sogar durch das Ganze heute habe ich eine Menge Kohle gemacht hier. Irgendwas 400.000 habe ich gesehen. Ich wollte gerade ein Schiff kaufen, dann brauche ich nicht mehr, oder? Ich kaufe nachher einen Kreuzer. 405.000. Ich habe mit 200.000 hab ich angefangen heute. Oder 300.000. Nee, 300.000 glaube ich. Ich habe 100.000 gemacht heute. Deluxe-Kondos sind nichts Besonderes. Ah, dieses Ding. Ich hatte so lang 250.000. Der Typ, wo der immer ist. Hallo. Erledigt. Ach, guck an. Du hast die Teufelin überlebt. Klar. Oder willst du doch bezahlen? Sehe ich aus, als würde ich dich bezahlen wollen. Malaya hat gesagt, dass sie dich nicht umbringen will. Du hast mich angelogen. Die Informationen sind es hoffentlich wert. Malaya war ein hartes Stück Arbeit. Ember gehört dir. Ich bin überrascht, dass du Malaya nicht allein fertig geworden bist. Ich habe dir wach... Okay, das hier. Das mit allein fertig geworden ist. Ja, meine, ein bisschen dissen hier. Das ist nicht so leicht, wenn es eine Vorgeschichte gibt. Aber... Ein kurzes, unentschlossenes Zögern und ich hätte eine Kugel im Hirn stecken. Was hast du mit Ember vor? Ich finde, du schuldest mir jetzt ein paar Informationen. Tja, du kannst dich jetzt entspannen, die ist weg. Erstmal Informationen schuldig. Gib dem alten Mann kurz einen Moment. Aber nur kurz. Komisch. Ich dachte immer, ich freue mich, wenn sie Geschichte ist. Vielleicht bin ich schon so lange auf der Flucht, dass es dauert, bis die Erleichterung einsetzt. Du hast einsetzt. Sie mal geliebt, natürlich findest du es komisch. Weißt du, behalt ihre Waffe doch einfach. Ich muss mit der Vergangenheit abschließen. Okay. Dein Verlust, also mein Gewinn. Kommen wir jetzt zurück zum Geschäftlichen. Das halte ich auch für am besten. Hoffentlich hast du recht. Also, zum Geschäftlichen. Meine Informationen beziehen sich auf einen Deal namens Dominion-Projekt. Dominion-Projekt? Ich gebe dir 2 Slates. Sie enthalten von mir beschaffte Überwachungs- und Interaktionsdaten zu Stanley McMillan, dem Infinity-Vertreter. Ich gebe dir auch noch eine 3. Slate, weil du nämlich die Dateien zum Dominion-Projekt selber von seinem Computer ziehen musst. Ich verstehe. Irgendwelche Ahnung, was das Dominion-Projekt ist? Genossen das? Vermutlich hat es was damit zu tun, dass Infinity ins Neuroamp-Geschäft einsteigen will. Neuroamp? Stanley McMillan dachte offenbar, dass Ryujin als Firma von dieser Neuigkeit bedroht wird. Es muss also etwas Großes sein. Oha. Muss ich die Information selbst besorgen? Informationen zu beschaffen ist doch euer Job. Ich bin nur ein einfacher, aber sehr gut bezahlter Informant, der den richtigen Weg weist. Danke, Ryujin weiß bestimmt zu schätzen. Alles klar, mehr brauche ich nicht. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Same. So, ich habe jetzt eine Ember in der Tasche. Was ist denn das? Eine Waffe. Legendär? Oha. Noch so einen komischen... 2 von 8? Was hat denn das? Aber achso. Kann man auch auf Legendary-Sachen drauf tun, Mods? Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Verursacht zufällig radioaktiven Schaden. Und verursacht Korrosionsgift alles. Achso, die habe ich ja schon. Mods müssen gehen. Warte, das ist gar nicht die Ember. Sorry. Die habe ich ja schon ewig. Das ist ja meine beste Waffe gewesen. Dann kann ich die ja noch pushen hier mit dem Mods. Geil. 2 von 8 sind hier. So oben rechts steht ja 2 von 8 da. Mein Dummschädel ist davor. Sorry, wusste nicht. Einfach Ember, 6 von 7 Mods. Was ist das für ein Viech? KV-Laser, 538 Schuss, Feuerrate, okay. Ja, können wir uns mal ausleihen mit der Taste 5. Anscheinend ist frei, sehe ich gerade. Okay. Gut. Dann haben wir das. Das ist also Ember. Hey, die ist ja wieder normal. Die hat ja kein... Ist ja nicht mehr unsichtbar. Wenn ich jetzt hier drauf schieße, kriege ich dann Ärger, oder was? Lässt du ein wenig Dampf ab? Lol.
Ja, nur ein bisschen. Okay, ich wurde nicht angezeigt. Es war nur eine Maschine. Aber geil, wie der nachlädt. Okay. Oh, was ist denn das? Was ist das für hässliches? Das Vanguard-Programm der United Colonies feierte kürzlich sein 15. Das ist ja voll hässlich. Was ist das für ein scheiß Kopf hier? Von Vanguard-Piloten, die heute zum Teufel. Mars-Gesicht. Wie aktivieren? Kann ich es aktivieren? Am 25. Juli 76 nahm der Orbiter der Raumsonde Viking 1 seine ersten Fotos der Cydonia genannten Region auf dem Mars auf. Auf einem der Fotos war etwas zu erkennen, das ein wenig aussah wie ein humanoides Gesicht auf der Oberfläche des Mars. Das Bild regte die Fantasie von Millionen von Menschen an, zentrierte die Leidenschaft der Menschheit für die Erkundung des Alls und warf erneut die uralte Frage auf: Sind wir allein im Universum? Spätere Fotos zeigen, dass das Gesicht nur ein Berg war, ein Licht- und Schattenspiel von der vielleicht berühmtesten Fall des psychologischen Phänomens der Pareidolie, der menschlichen Neigung, in zufälligen visuellen Mustern, Gesichter oder andere vertraute Dinge zu sehen. Dennoch bleibt die Legende vom Gesicht auf dem Mars für viele Menschen bis heute noch eine große Inspiration. Ist das in echt so oder ist das jetzt hier nur so erfunden? Muss ich davon schon gehört haben? Vielleicht, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Sehr praktisch, das abzutrennen und bewohnbar zu machen. Und visuell äußerst attraktiv. Wieso laufen die alle weg, weil ich geklaut habe, oder was? Ist nicht leicht hier in Cydonia. Weil ich geschossen habe? Ich dachte, wir wären auf Öl gestoßen. War aber nur wieder ein Wasservorkommen. Ich war doch schon am Mars, aber ich habe mir das nicht also angeschaut. Demos, einer der ersten Schiffsbauer. Heute aber kaum noch relevant. Okay. Wie kommt's jetzt drauf? Ist das... Schlüssel erforderlich. Nur mit Thais Passwort. Stanleys Computer. Ja, dann werde ich wieder verhaftet. Da habe ich heute keine Lust drauf. Oder wenn man nicht gesehen wird, wird man dann auch verhaftet? Ich verliere da den Überblick. Der hat 777. Lohnt sich eigentlich. Jetzt haben wir beide diese Waffe. So blauem Ding, oder was? Ach, die ist unsichtbar. LOL. Die ist unsichtbar und hat die Waffe. Ich bin beschäftigt. Wie scheiße. Operative Dinge zu. Unsichtbar und hat eine Laserwaffe. Taschendiebstahl hat geklappt. Gern gesehen. Hat einfach geklappt. Krass. Wahnsinn. Kommen wir mal mit dem Peter Brannan. Was geht? Mining macht sicher richtig Spaß. Warum erstaunlich, wie gut das Mining-Geschäft unter meiner Führung läuft. Manchmal habe ich das Gefühl, hab ich schon, weiß ich nicht mehr. Einfach von allein. Computer benutzen. Bekanntmachung. Okay, das ist jetzt, das habe ich schon mal gelesen, aber jetzt ist mir das zu viel Text hier. Get down on it. Okay. Ja, dann, ich glaube, hier ist nichts, was ich eh klauen darf. Und nicht, dass der PC jetzt da aufsperre mit Knacken, dann kriege ich halt wieder Ärger. Aber ich habe wieder gut Geld geklaut hier von den beiden und dann passt das schon. Ah, Feierabend im Broken Spear. Oh, warte mal. Der Gouverneur ist in seinem Büro. 1048? Boah. Was geht denn dieser Fähigkeit ab? Ich bin froh, dass ich Jeroka diese Fähigkeit beibringen konnte. Du machst es Diebstahl, halt dich! Ja, ist ja gut. Sorry. Mein Fehler. Okay, hat geklappt.
Möchte sie noch mit mir reden? Hallo. Willst du etwas von Gouverneur Hurst? Ja, sein Geld. Lügen. Ja, es ist dringend. Ach wie. Dann geh bitte direkt hinein. Er ist gerade nicht beschäftigt. Ich hätte so... okay. Gern geschehen. Ach, hier ist das einfach. Wie viel Geld hat er denn? Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. 777? Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Digga, ist alles Clown hier. Hey, gib das zurück! Okay, ja, ich hab aus Versehen, ich wollte nicht, ich hab mich verdrückt, ich hab Geld geklaut. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Diebstahl! Halt! Ja, das weiß ich, bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht hätte ich doch nicht drücken sollen. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Hey, gib das zurück! Das hat so gut geklappt, hey. Und jetzt ich würde dann ja sowas. Gerne weiter plaudern, aber ja, ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Ja, ich weiß du schon, wie das ja, ist mit dem. Ja, wie ja, das mit diesen hier. Großen Firmen ist. Diebstahl! Oh mein halt! Gott, wieso geht das bei dem nicht? Ich bin doch Main! Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. So, man könnte nur das Geld nehmen, gell? Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Gouverneur Hurts Wohnungsschlüssel. Boah. Diebstahl! Halt! Ja, also ist ja hier. Wohnungsschlüssel. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Hey, gib das zurück! Das erste ist halt gefährlich. Geld, also Wohnungsschlüssel würde, glaube ich, 50%. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Mach mal nur das. Schlüssel habe ich. Das geht. Halt! Diebstahl! Im Namen des Gesetzes! Halt! Naja, das ist die Prozentchance. Das ist ich würde ja gerne weiter plaudern, aber... Wenn ich jetzt das hier erhöhe, ist sie dann auch höher, die Prozent? Ja, muss ja, oder? Von allem höher sein dann. Muss ja, steht ja hier. Mal testen. Warte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Hä, das ist bloß 77. Das war vorher 70, 77, das gilt jetzt auch Schmutz. Das ist, hä? Das hat mir nicht alles 10% gegeben. Das ist nur insgesamt 10% für alle Sachen. Du machst es nur noch schlimmer halt! Für dich. Also nicht, also insgesamt für alle 10 oder wie? Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie... Hey, gib das zurück! Ja, dann lassen wir das bei dem. Also, ich würde ja gerne weiter ich nehmen. Plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Komm, Wohnungsschlüssel nehme ich. Okay, Rest kann er behalten. Was? Also, wer ist er eigentlich? Ah, hallo. Willkommen. Hi. Für gewöhnlich habe ich keine Zeit, mit fremden Leuten von der Straße zu reden. Aber wenn ich es schnell geht, nicht von der Street, ich bin Ranger. Was kann ich für dich tun? Ich bleibe nicht. Entschuldige Störung. Ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Ich kann deine allgemeinen Fragen zu Cydonia beantworten. Nichts aber Politisches? Nichts Politisches. Ja, das ist schlecht. Tut mir leid. Aber ich rede grundsätzlich nur mit ausgewählten Journalisten Chosen und wichtigen one. Politischen Spendern, die wirklich daran interessiert oha. Sind, den Wohlstand auf dem Mars zu sichern. Natürlich, Geld rules the world. Wofür genau sind die Spenden? Politik.
Wunderst du dich etwa, dass die Räder der politischen Maschine mit Geld geschmiert werden? Nee. Ich bin alles zwar UC-Beamter, aber ich bin trotzdem auf politische Spenden angewiesen, um entscheiden zu können, wie ich Gelder und Ressourcen an verschiedene Lobbygruppen verteile. Mhm. Das Geld fließt wieder in die lokale Wirtschaft, weißt du? Ja, oder in deine Tasche. Spender? Heißt das, du lässt dich zu politischen Gesprächen bestechen? Das Wort verwenden wir hier nicht. Ach so. Aber ich nehme Spenden entgegen. Spenden und nicht bestechen. Ja, klar, sicher, normal. Man kennt man ja aus der Politik. Ich bin an der Zukunft des Mars interessiert. Wie viel muss ich für ein Gespräch darüber spenden? Okay, verständlich. Wir brauchen nicht mit Politik reden. Kannst mir vertrauen. Ich möchte nur deine Meinung zur Politik. Okay, erstmal muss ich spenden hier. Ha, wenn du das fragen musst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Oha, jetzt hat. Tut mir leid, aber das geht nicht. Wenn nicht? Du noch Fragen zu Cydonia hast, beantworte ich sie gerne. Ansonsten muss ich aber jetzt weitermachen. Tut mir leid, das ist ein Standardschutz gegen die Medien und alle, die mit ihnen reden können. Ich bin doch kein Medialist hier. Gibt es hier für Leute wie mich Arbeit? Da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Und wer ich bin. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum. Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Okay, ich verstehe. Oder du gehst zum Büro der Deimos-Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Ich verstehe. Wie ist es, der Gouverneur des Mars zu sein? Erzähl doch mal. Ich wurde vor ungefähr 20 Jahren zum Gouverneur ernannt. Ich diene jeden Tag mit vollem Einsatz den fleißigen Menschen auf dem Mars. Mhm. Ich kümmere mich um sie und ihren Wohlstand. Und sie helfen mir dafür, die United Colonies zu einem leuchtenden Symbol der Hoffnung für die Menschheit zu machen. Wenn du mich fragst, gibt es nichts Besseres? Nichts Besseres? Wofür ist Cydonia bekannt? Abgesehen davon, dass es die wichtigste Industriestadt für unsere Expansion in der Galaxie ist? Ja, ist ja gut jetzt. Die Deimos Sternenwerft ist hier beheimatet. Chill. Die damals den Graf-Antrieb perfektioniert und die Raumfahrt im großen Stil erst ermöglicht hat. Und bis heute liefern unsere Minen und unsere Produktion essentiell wichtige Ressourcen an die gesamten United Colonies. Wir können nicht mit schickeren Städten wie New Atlantis an der Oberfläche mithalten. Aber ohne Cydonia gäbe es keine United Mars Colonies. Mars hat alles angefangen, ist doch klar. Mars ist wichtig. Was kann man denn hier so machen? Cydonia hat nicht viel zu bieten, wenn man sich nicht für die erste große Kolonie der Menschheit abseits der Erde interessiert. Aber ist doch schön, wenn die Geschichte. Wenn du nicht zum Arbeiten hier bist und ein wenig Zeit totschlagen willst, auf der Marsoberfläche kann man toll wandern. Werden wir wohl machen, ja. Wunderschöne Landschaft, falls man Rottöne mag. Wenn du danach ein bisschen abschalten und das Nachtleben auf dem Mars genießen willst, das Broken Spear ist eine ganz gute Bar hier. Jetzt bestimmt beleidigt. 1000 Credits und Spenden, Politik reden, ich weiß nicht warum, aber wir machen es einfach. Süß, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wenn du den Preis nicht kennst, kannst du es dir wohl nicht leisten. 1 Milliarde. Und ich weiß auch nicht, ob ich es von dir annehmen würde. Oha, okay. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir müssen zum Schluss kommen. Leider konnte ich von dir nicht alles klauen, aber ist anscheinend doch ein Korrekter, ne? Hi. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Kurs festlegen. Warte mal, apropos Kurs festlegen. Habe ich jetzt wieder Schmuggelware? Weil ich da was geklaut habe. Antibiotika. Nur ein Ding. Oh mein Gott, weil die ja alle immer... Ja, ich verstehe schon. Erdebrau, Lager. Ein Lager von Erdebrau mit Weizen... Mit Mitatkulturen und simulierten Hopfen gebraut. Okay.
Da haben wir Bier aus der Erde oder von der Erde. Ich verstehe, ich verstehe. Warte, hier sind wir ja. Achso, wir sind ja im Heimatsystem, klar, habe ich ja vergessen. Wir sind ja im Heim. Achso, das dreht sich ja alles hier. Deswegen ist es nämlich nicht immer an der gleichen Stelle. Macht Sinn. Ja, klar, ist ja. Ja, ja, gut, ist ja Sonnensystem und Drehen und Planeten und ja, ja, ist gut. I see, I see. Oh nein, ich habe es. Ich habe Ding. Oh mein Gott. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Was? Ich hab doch Schmuggelware dabei. Was ist denn mit denen? Okay. Gut. Der Scanner ist auch nicht mehr das, was er mal war. Keine Ahnung. Gut, ich... Wo ist denn die Landebahn hier? Das ist die Launch, das Geschäftsdistrikt. Barkeeper. Commander irgendwas. Wo ist denn das Hauptding? Ich will ganz mal zum Raumhafen. Da, wo die Verkäufer sind. Oder ist das... Ist das ein Schiff? Was das Ding abschottet? Nee, oder? Das ist anscheinend nur eine Fraktion oder so. Boah, ich bin verwirrt. Warum? Hä? Ich hab doch eindeutig... Oder ist es nur, wenn ich Schmuggelware im Schiff habe? Weil ich hab hier... Hab ich doch das. Ja, und ist das Schiff... Es gibt Schiffe, die sind anscheinend abgeschottet, aber... Halt, das kommt, glaube ich, erst später, wenn ich irgendeine Fraktion trifft. Fracht 18, und was denn? Wo sind denn die Dinger, die, wo ist denn das? Wo ist denn der Lagerraum? Naja, keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall das verkaufen. Also deswegen bin ich eigentlich hier. Kann ich dir irgendwie helfen? Und hier ist unser neuer Captain, meine Crew. Achso, nee, das ist falsch. Aber trotzdem. Du findest sicher was, was dir gefällt. Das, ob, ist der noch, ist es noch da, die Nummer 8? Ja, das würde ich so gerne haben, aber ich habe jetzt eher eins geklaut. Das finde ich halt strong. Das ist halt mein Traumschiff gewesen hier. Mit 2200 Lagerkapazität. Ich habe jetzt sogar eins mit 4000 schon gesehen. Das ist schon sehr stark, das Ding anscheinend. Laser, volle Power, aber... Ob das wendig ist, 1238 Masse, glaube ich jetzt nicht, ja. Abschirmkapazität 0. Was steht denn bei meiner Abschirmkapazität? Auch 0. Okay. Jetzt. Da habe ich erst gefunden, ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Verkaufen, kaufen, ja, verkaufen hier. Ach, die nehmen keine Schmuggelware? Oh Mann. Hä? Ich bin doch bei Verkaufen, oder? Ja. Ich kann auf Kaufen gehen. Und auf... Kaufen? Verkaufen. Ja, sorry, ich nehme kein Ding. Irgendwann hole ich mir das Schiff. Ach, ich bin auch ein Depp. Ich bin im falschen System. Ne, ich bin richtig. Ich bin am falschen Planeten. So, das wollte ich sagen. Oder? Ne, falsches System.
Boah, ich bin da hingeflogen und hab Glück gehabt. Hab Glück gehabt, dass... dass die mich nicht also richtig gescannt haben. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Weiß ich jetzt nicht. Was eigentlich? Tempo. Soul-Antrieb oder was? Aber schon lustig. Ich habe sie am Leben gelassen und habe ihr Schiff geklaut. Aber die spawnt die sie dann. Die Kleine. Hallo. Was gibt's? Was kann die Hand? Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Bisschen, ja, okay, passt. Verkaufen, alles. Das. Da, okay. Das. Fertig. Ich hab so viele Waffen jetzt hier. Mann. Ich wollte nicht der Dame das Ding geben hier noch. Dann habe ich die Quest auch fertig. Da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Jetzt das hier. Der Dame das Ding geben hier. Aus festlegen. Energie. Fremdes Schiff. Du befindest dich im Freestyle Collective Raum. Kurs beibehalten. Ja, jetzt kannst du scannen. Ja, kannst du scannen, mein Freund. Ich habe jetzt. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Wir sind hier fertig. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Was ist denn hier? Wie Level? Na schön, weißt du was, Robin? Du hast was? Gewonnen. Ich frage diese fremde Person in den Tiefen des Alls, ob sie besser als ich Bescheid weiß, wie wir was? Ans Ziel kommen. Was für ein Robin, Euer? Du bist unsere Rettung. Meine Achso, die Frau reden miteinander, okay. Ich sage ihr, dass wir richtig fliegen, aber sie besteht darauf, dass das nicht stimmt. Nimm doch Google Maps. Wir sind daran vorbeigesprungen. Google All. Robin, kannst du bitte mal aufhören, mich zu unterbrechen? Die streiten sich. Wenn du mal zuhören würdest, müsste ich dich auch nicht ständig unterbrechen. Oh mein Gott. Vielleicht würde ja eine Wegbeschreibung zur nächsten Paartherapie mehr bringen. Oha! Das nehme ich. Haben wir schon. Haben wir schon, sie okay. Sie hat diese verdammte Reise vorgeschlagen. Oh bis nein. Die Großstadt, wie stehen meinte die auf dem Kopf? Das wird euch beiden richtig gut tun. Meinte hätte sie. Hätte doch nur jemand ein ruhiges Wochenende zu Hause vorgeschlagen, statt in genau. einem Mietschiff durch die Galaxie zu bummeln. Ein Mietschiff? Komm, wir holen uns das. Doch nur. Kennst du den Weg oder nicht? Je schneller wir hier wegkommen, desto besser. Ich habe keine Ahnung, Euer. Ganz ehrlich, ich habe auch keine. Deine Frau hat recht, ihr müsst umdrehen. Ja, stimmt, ist gleich da vorn. Ich habe echt keine Ahnung, Euer. Na, super. Schön, danke auch. Auch. Ja, was weiß ich, Euer. So behandelt man aber keine Fremden. Du solltest dich was schämen. Echt so. Ah, das werde ich noch lang zu hören kriegen. Danke für deine Hilfe. Bis bitte. Dann. Sehr gerne. Okay, und weg sind sie. Was man hier alles begegnet. Was will man? Also, ich weiß ja auch nicht, was man hier alles begegnet. Die Frage ist halt, wenn ich irgendwas gesagt hätte, wäre das dann anders verlaufen? Glaub nicht, ne? Ich glaube nicht. Get on it. Ist das nicht auf der Raumstation gewesen? Ich hab doch nichts. Hast du mich nicht eben gescannt? Okay, alles klar. Willkommen in Aquila City. Ach, das war Aquila City? Ja, okay, gut, dann ist das halt Aquila City.
Die ist doch hier an der Sternwerft, oder? Die Quest ist verwirrt, sage ich euch. Wir waren doch in einer Werft im Orbit oder so irgendwo. Da war das. Dieses Ding hat mich nicht hingeführt, dieses Missionsteil. Muss ich selber schauen. So. Das ist ja riesig, das Teil. Was sind das für Satelliten? Die müssen aber guten Fernsehempfang haben. Haben die auch Internet da? Imagine die Ausbreitung auf andere Planeten. Dann mit Internet auch noch? Kann man das streamen? Präzise angedockt. So muss das sein. Das ist mein Hobby. Abenteuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. So, dann geben wir der Chefin der irgendwas Zeichnung irgendwie. Geben wir das mal. Hallo. Ja, es ist eine außerordentliche Ehre, mich kennenzulernen. Ich habe dich schon gelernt kennen. Nicht stehlen. Ach komm. Sprechen normal. Talk. Hallo. Jetzt hat. Nach meinem zweiten Grand Nova. Hier habe ich. Aha. Her damit. Bitte her damit. Bitte schön. Sehr gerne. Das ist also der Velocity. Der berühmte Velocity. Den ich schon so viel gehört habe. Ich muss sagen, auf gewisse Weise freue ich mich schon darauf. Mal sehen, ob er die hohen Erwartungen erfüllt. Ja, klar. Nun denn, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Kohle her. Hier ist deine versprochene Entlohnung. Wie viel von der reichen Frau? Auch wenn das Privileg dieses Bodengangs eigentlich bezahlend genug sein dürfte, halte ich natürlich mein Wort. Privileg, nun, scheiße. Geh bitte. Privileg kann man sich ich nicht kaufen. Ich habe viel zu tun. Die Zukunft der Raumfahrt gestaltet sich nicht von selbst. 2,5 Von so einer reichen Dame? Zurück zur Arbeit an der Zukunft. Besser als gar nichts, wa? Sagen wir mal. Besser als gar nichts. Okay. So. Dann kommen wir zum Ende. Zu Tag 8. Gagspiel Starfield. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr noch mehr von den Folgen sehen wollt, könnt ihr abonnieren. Schreibt mal in die Kommentare, was für ein Schiff ihr habt. Das würde mich mal interessieren. Und damit geht dann Tag 8 wirklich zu Ende. Cut. Okay. Okay, okay. Ja. Haben wir es geschafft im Sternenfeld heute? Geht da noch nicht. Gucken, ob jemand da ist, den ich hier. Ich werde dann auch gleich aufhören. Bin müde, bin schon lange wach heute. Der Nils im Just Chatting. Der Amigo haben wir schon gehört. Wer ist er? Bisschen looten und bauen. Scum. Er? Das englische Kenils. Mach mal ihn, er hat weniger. Mach mal ihn, das ist glaube ich. Oder haben wir ihn schon? Ich weiß gar nicht. Der Nils, was, denn, was macht er schon wieder? Omme? Oh mein Gott, der mit seinem Omme. Ja, okay. Gut, dann beenden wir den Kick erstmal hier. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen spannenden, schönen Sonntagabend. War cool, Starfield immer gigantisch. Wieder geile Sachen, schöne Abenteuer erlebt. Und wir hören und lesen, sehen uns dann, ich hoffe doch morgen. Später morgen, wie auch immer.
Mal gucken, wie ich das schaffe. Und wo ist denn das hier? Hosten? Das hier? Okay, der easy. Okay, gut. Also, servus, Väterchen, macht's gut. Gags für jetzt. Bis später. Over and out. Servus. Das hier aus. Gut. YouTube auch. Und hier. Was machen wir hier noch? Hier kennen wir ja niemand, oder? Okay, ist eh nur. Achso, ist eine ganze Leine hier. Gut, dann brauchen wir nicht raiden. Da machen wir ja auch aus. Servus. Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Wieder für die Züge 5 Kilo? Ja, ist blöd. Egal, wenigstens der Tempo im Moment. Dann freut mich das doch. Das war super. Bin tauschen, Digga. Hey, was geht? Tigi, alles top. Was, wie geht es bei dir? Spatzen hören. Yes, me, me. Yes, me. Digga, um 2 geht halt wirklich selbst am Wochenende keiner ins Schirm. Ja, da steht Öffnungszeiten. 0 bis 23,59. 24,7. Ich bin's. Impfzertifikat? Muss man Impfzertifikat? Mitgliedsdaten. Yes, maybe. Sternenfeld gezockt und du wieder bei Oma? Natürlich. Aber du weißt, wie Jim bei der Hitze, gar keinen Bock. Warum schreibst du immer Kappa, Alter? Moin, Heiko. Das macht mich fertig. Starfield. Lohnt sich Starfield eigentlich zu spielen? Ist das cool? Ich hab's gesehen, aber ich weiß nicht, ob das so meins ist. Keine Ahnung, ich bin so Open World, finde ich halt geil, aber das sieht nicht so Open World aus. Wie, was schreibe ich? Du schreibst Kappa immer. Sind im Moment eigentlich viele neue im Discord? Ja, klar. Klar, klar. Klaro Schmaro, natürlich. Natürlich. So viel passiert, mein Jüster. Und du mit Nils mit 20 Kilogramm mehr beim Latzug. So gehört sich das.
aber nicht so genial. Das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen traurig. Guten Abend, Petox. Was geht? Was geht? Oh, ein Avocado. Oh, Junge! Oh. Hallo. Ah. Warum lacht ihr? Nur so. Mmh, lecker Schmecker. Mhm. Wie heißt du? Luisa. Achso, ich dachte, du heißt, ich weiß nicht, du siehst so aus wie eine, die ich kenne, die nenne ich immer Zehner. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Okay. Die hat einen Vogel. Also als Haustier. Du hast keinen Vogel. Also, als Haustier. Tja, also wirklich. Ich verstehe es nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ja, drück mich weg, du Bitch. Drück mich weg. Nicht mal reden willst du mit mir. Zu jung. Oh, sorry. Hab gegähnt. Warum lasst du mich jetzt aus? Will ich gehen? Boah, Alter, Gangster. Gangster? Wegen? Rauchen. Das ist für dich Gangster. Du bist 18, ne? Ich bin 19. Pass auf, guck mal, warum rauchst du? Ich meine, du vapest. Aber nee, das verschleimt dir doch die ganze Lunge. Bis jetzt nicht. Guck mal, du kannst mir auch einfach reinlutschen und dann mache ich ganz viel Kamm in deiner Lunge und es ist genauso schleimig. Und es ist gesund. Denk einfach mal drüber nach. Denk einfach mal drüber nach. Mach nicht den Blick, denk einfach drüber nach. Rein theoretisch ist es wahr, es ist gesünder. Ja? Da habe ich dich erwischt. Alle Neune. Doch? Was ist mit dir? Wie was mit mir? Ich sag nur die Fakten. Tatsachen, weißt du? Am Vapen kannst du sterben, an Sperma nicht. Ich sterbe sowieso irgendwann. Was geht das, ne? Was hat die gesagt? Ich hab's nicht verstanden, aber mit Mutter als VW geht das diese mit dem Welpen. Klitsch. Ja, ja, nicht viel, ja. Schieben wir like YT? Ne, das lassen wir. Hm, weiß nicht, ob Kamm in der Lunge gesünder ist. Doch, doch, kann sie ja schlucken. Würde Sachen erwarten, wieso ist sie so überrascht? Überrascht, meinte ich, ja. Weiß ich nicht. Baby. Mit Käse? Eichelkäse? Sie hat mich wieder weggedrückt. Ja. Mein Rücken. Der macht nicht mehr mit. Ey, Nils. Wer bin ich? Warum kennst du mich? Von Dennis. Hä, wer bist du? Marilyn. Marilyn? Hä? Ich war voll oft bei euch im Discord. Aus Sachsen? Ja. Digga, wie siehst du denn aus jetzt? Hä, warum? Kann ich Dennis einen Snap schicken und ihn fragen, wer das ist? Also wer du bist? Vielleicht, weißt du? Mach. Das wird mich jetzt interessieren, ob er wüsste, wer du bist, weil ich... Ja, ich snap mit Dennis noch. Auf Ernst? Ja, Dennis, ja, den wollte ich ja also jetzt wir schicken uns immer gegenseitig Rundsnaps. Ich bin gerade live, einen Moment. Hm? Wo ist dein Olaf-Kostüm? Weiß ich nicht. Dreckig. Ist weg? Du bist dreckig, irgendwo liegt das. Warum wird bei dir Berlin angezeigt? Weil es mein Anbieter halt so ist. Ich bin live, sag doch, lieg doch nicht, du Bastard. Ich bin berühmt geworden. Du bist immer noch nicht vorbeigekommen. Hast du einen Freund jetzt? Hm? Warte mal, habe ich den Server eingeladen? Welchen? Nee, ich hab den nicht mehr. Aktuell keine Snapchat nur für den T3-Sub von 2014 auf Twitch. Geil. Natürlich für Nudes.
Als ob du mit den Hunden noch snappst. Naja, nur Rundsnaps. Er speichert auch immer meine Rundsnaps. Ganz normal bei der Wisse. Was ein Kerl, Alter. Was ein Kerl. Boah, ich weiß nicht, mit wem. Bei Linus? War das bei Linus? Wo Dennis seine Snapkarte geleakt hat? Ja. Ob die immer noch so voll ist oder voller ist? Ich denke, ja, die ist voller. Ist immer noch so. Chillst du noch mit Dennis? Ja, klar, manchmal. Nice. Ich bin viel am Arbeiten, weißt du? Gerade auch. Ist hart. Eben. So hart. Ja. Aber als ob du mich nicht mehr in Erinnerung hast. Doch, ich hab dich in Erinnerung, aber du siehst anders aus. Ja, mein Umfeld hat sich verändert. Ja. Aber eigentlich hat sich nicht so stark verändert. Ich hab, so schmink mich nicht mehr. Und ja, der Rest ist gleich geblieben. Meine Haarfarbe. Im Augenblick liegt die Temperatur so bei 21 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 13 Grad erwartet. Falls du Single wirst, so. Ja, damals warst du irgendwie so eine. Damals nicht, war ich. Wanderhure. So sah was es. Für? Nein, so war so mäßig, weißt du, so Wanderhure. Ja, ich hab mich aber auch übel fett geschminkt und so eine Kacke. Ja, deswegen. Aber damals war ich auch. 14? Oh mein Gott, warte mal, was? Oder wie alt war. Wann war die Zeit mit Dennis? Vor 2 Jahren. Ne, da war ich 15. Nein, du warst so älter. Vor 2 Jahren. Ich glaube, da war ich schon 18. Ja, da war ich 18. Keine Ahnung, wie alt bist du denn jetzt? 17. Hä? Ich war doch schon immer fast die Jüngste. Fast. Nein, Dennis war immer der Jüngste. Bin ich älter als Dennis? Nee, ja, Dennis ist 18. Ja, bin ich jünger als Dennis. Komisch. Insta fragt jemand. Jungs, sie hat einen Freund. Ich glaube, das wird nichts. Die können mir trotzdem folgen. Okay, schreib rein. Ich hab nichts gegen Insta verloren. Ich weiß noch, damals, als ich jeden Tag auf Omme war, ich habe so viele Abonnenten bekommen. Das war crazy. Und sonst, wie geht's dir? Ja, super, dir? Auch. Freut mich. Aber du hast einen wilden Hintergrund. Ich bin ausgezogen. Ja, man sieht's. Du bist noch nicht ausgezogen. Doch. Nein. Den Hintergrund kennst du. Oder? Also das Ding. Na, ich bin trotzdem nicht ausgezogen, aber kennst du das Ding? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weißt du, wie lange das her ist? Weißt du, mit wie vielen Weibern ich in der Zwischenzeit wieder geredet habe? Das ist zu viel. Sorry. Ja. Ist viel passiert? Naja, aber ich habe den Server gelöscht, wo ihr alle wart. Weil ich war ja nicht mehr bei euch. Warst einfach weg? Ja, Dennis hat nicht mehr gefragt, ob ich Discord kommen will. Warte. Komm ich halt nicht mehr. Marilyn. Ja. Okay. Musst du mich nur kurz dran erinnern. Steht auch jetzt mittlerweile im Chat. Ach so. Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, wir haben uns sogar noch auf der Bier-App oder was das ist. Ich habe das mal gesehen bei dir und dann hatte ich so dieses Trinkding.